Kalle, weißt du, ich habe nachgedacht. Was? Du kannst denken? Ich habe mir überlegt, ich lasse mir ein Piercing machen. Was? Piercing? Schnäckchen! Bist du verrückt? Hörner, ey! Mein Kumpel Horst, ne? Der ist dermaßen bestückt, der benutzt dein Duschen kein Duschgel. Der nimmt Rostentferner. Naja, dann vielleicht so ein kleines Bauchnabelpiercing wäre doch vielleicht ganz nett. Von wegen nett? Hör mal, ey, ich kenne Frau, ne? Die musste dermaßen husten, da ist ihr Bauchnabelpiercing rausgesprungen, quer durchs Wohnzimmer geflogen und hat den Wellensittich erschossen. Naja, dann vielleicht so ein kleines Piercing an der Nase. Ach, Schnäckchen. Wenn es sein muss. Also Hörner, ey, meine Botschaft an alle Kerle. Kein Piercing an der Privatgenächer. Habt ihr gehört? Hörner, ey, ich war letztens in der Sauna, ne? Was da alles untenrum dran hing, das war ein Geklirre und Geschitter. Da kriegt der Begriff Klingeldeutel gleich eine ganz neue Bedeutung. Kalle! Echt? Klingelchen, klingelingeling, Klingelchen, kling. Piercing gibt's dein Lidl für die Nittel und den Schniedel. Kalle! Sag mal, kannst du nichts Anständiges singen? Ja, das ist doch was Anständiges. Alter, hör mal, ey, Rock'n'Roll kann ich singen, ey. Hör mal, ey, wollt ihr ein bisschen Rock'n'Roll zu den Kanne? Ja? Mozzarella!